Seit kurzem hat Mercedes eine neue Mittelklasse-Coupé-Limousine im Angebot. Groß und sportlich kommt der CLA 200 daher. Er ist, wie auch sein großer Bruder, der CLS, viertürig. Wir haben ihn genauer unter die Lupe genommen. Mercedes spricht beim CLA ja immer von einer Mittelklasse-Coupé-Limousine, obwohl das Auto ja eigentlich auf der A-Klasse, also der Kompaktklasse aus dem Hause Daimler, aufbaut. Naja, wie viel Mittelklasse wirklich da drin steckt, das schaue ich mir heute mal an. In der großen Schnauze liegen böse dreinschauende Scheinwerfer und große Luftöffnungen. Geschwungene Linien rundherum unterstreichen den dynamischen Charakter. Es scheint, als fließen alle Linien organisch ineinander. Hier wirkt nichts aufgesetzt oder fehl am Platz. Im schnittigen Heck befinden sich zwei Auspuffenden sowie die gut versteckte Rückfahrkamera. Doch innen findet unser Tester ein Detail etwas deplatziert. Also das Armaturenbrett, diese ganze Armaturentafel, das gefällt mir sehr gut. Die Formensprache, die Luftauslässe, das verwendete Material, das ist sehr schön. Aber dieses Display hier in der Mitte für das Radio und das Entertainment und das Navigationssystem, das wirkt wie aufgesetzt in meinen Augen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da gibt es doch bestimmt irgendeine andere Möglichkeit, sowas zu integrieren. Innen scheint das Design Mercedes typisch vom SLS abgeleitet zu sein. Dementsprechend sportlich wirken Lenkrad, Tacho und Zierelemente. Bis auf die vielen Knöpfe an der geschwungenen Mittelkonsole ist das Design klar strukturiert. Vorne reist man also luxuriös, aber hinten? Ah, auf der Rückbank merkt man dann doch wieder, dass das Auto halt auf Basis der A-Klasse steht und durch diese coupéhafte Dachlinie, also für großgewachsene Passagiere, ist es auf der Rückbank nicht so bequem. Mit 470 Litern ist der Kofferraum des CLA in der Tat auf Mittelklasse-Niveau. Er ist nämlich nur 5 Liter kleiner als der der C-Klasse. Um mehr Sportlichkeit mit dem CLA zu erreichen, kann man für 2000 Euro zusätzlich ein Speedshift-Getriebe erwerben. Auch sonst kommt der CLA bei unserem Tester gut an. Also das Handling beim CLA überzeugt mich wirklich. Das Auto liegt sehr gut und man merkt auch nicht, dass es sich um einen Frontantrieb handelt. Das liegt natürlich auch an der elektrischen Servounterstützung, die diese Einflüsse des Frontantriebs ein bisschen aus der Lenkung herausnimmt. Die 115 kW Leistung unseres Testwagens beschleunigen ihn bis auf 230 km/h Spitzengeschwindigkeit. Dank Eco-Start-Stopp-Automatik wird der Verbrauch im Stadtverkehr optimiert. Das Fazit. Also eins muss man den Mercedes-Leuten lassen, die haben das wirklich geschickt gemacht, dass es nicht zu Kannibalisierung zwischen CLA und C-Klasse kommt. Denn beim CLA gibt es nur die kleineren Motoren und die mit der gleichen Bezeichnung sind einfach ein bisschen schwächer. Außer dem C200 CDI und dem CLA 200 CDI, die sind gleich stark. Ja. Und es ist natürlich schon eine andere Zielgruppe. Also eine C-Klasse ist das vernünftigere Auto, das etwas vielseitigere Auto, aber auch das etwas teurere Auto. So, wir reden hier zwischen 2.000 und 5.000 Euro Preisunterschied, je nach Motorisierung. Und der CLA ist dann schon etwas für den Lifestyle-orientierten Käufer, der eher alleine fährt als mit einem vollen Auto. Unser Testwagen mit 7-Gang-Automatik in der Urban-Ausführung kostet 37.890 Euro in Deutschland. Das Basismodell gibt es schon für 6.000 Euro weniger.